Gut, ja, schönen Abend. Mein Name ist Helmut Karas. Ich habe eine Workshop-Reihe zur digitalen Kompetenz gemacht. Sicherheit ist ein Thema, über das würde ich heute ein paar Anekdoten erzählen aus meinem Leben. Ich war am Ende meiner Angestelltenlaufbahn mehrere Jahre Chief Security Officer von einem Konzern, also nicht nur IT, sondern Sicherheit von links bis rechts, werden wir dann gleich merken an den Dingen, die ich erzähle. Warum bin ich heute nicht mehr Chief Security Officer? Wenn man diese ganzen Technologien beobachtet, die es da alle gibt, und immer nur auf das eine Prozent gucken soll, wo es Bresseln gibt, kommen die 99% der Potenziale nicht wirklich zur Göttung. Ich bin begeisterter Early Mover, was alle digitalen Themen anbelangt, und habe mich dann selbstständig gemacht. Diese Workshop-Reihe bringt also Unternehmen in die Zukunft. Jetzt sage ich kurz, was das ist. Es geht um digitale Transformation. Was brauchen Unternehmen, um in der Zukunft in dem digitalen Wirtschaftssystem der Welt dabei zu sein, neben Amazon und all den anderen? Und da geht es zuerst einmal darum, dass die Unternehmensleitung versteht, was ist ihre Rolle? Was braucht eine Unternehmensleitung, um ihre Rolle im digitalen Wandel zu machen, also um eine Strategie zum Beispiel zu machen? Und diese Strategie müssen dann die im Unternehmen umsetzen. Dann gibt es eine Workshop-Reihe dazu, die Competence Center aufbaut, für verschiedene Kompetenzen. Sicherheit ist eine davon, nicht unbedingt die wichtigste. Dann gibt es eine Workshop-Reihe für die verantwortlichen Leiter, also Leitung HR, Leitung Controlling, Leitung Buchhaltung, Leitung Sales. Die haben alle auch das Digitale zu verstehen, weil das immer mehr Rolle spielt. Und am Ende gibt es dann noch Workshops natürlich für das Bodenpersonal, also alle Menschen, die diese Customer Experience gestalten, die dann dazu führt, dass zufriedene Kundinnen und Kunden innerhalb oder außerhalb des Unternehmens da sind. Diese Kompetenzen, die es für die Zukunft braucht, nur kurz angerissen. Es geht darum, das Unternehmen einmal für die Zukunft aufzustellen, also da in die Zukunft zu gucken und zu schauen, was kommt denn da vorne, um die digitale Strategie im Konkreten. Wenn man die hat, ist man noch nicht sonderlich weit. Jetzt muss man schauen, dass das Unternehmen attraktiv ist. Für wen jetzt genau? Naja, für die Digital Natives. Diese Generation Y und Generation Z, die jetzt in die Positionen der Unternehmen nachrückt, sind die zukünftigen Kundinnen und die zukünftigen Employees. Wenn man jetzt attraktiv als Unternehmen ist, hat man noch immer nicht alles erledigt, dann ist das Nächste, was man machen muss, sowohl intern als auch nach außen Vertrauen aufbauen. Wie macht man das im digitalen Raum? Das ist die digitale Kommunikation, die man so machen muss, dass die Leute, die da auf das Unternehmen zukommen, sagen, aha, passt, ich habe verstanden, der kann das und aha, ich kann dem vertrauen, dass er das auch gut kann. Wenn er das auch geschafft hat, geht es letztendlich dann um Beziehungsbildung. Wenn wer heute in Amazon Prime landet, und das sind schon 50% der Kundinnen, sind in Amazon Prime, die suchen nicht mehr außerhalb, die sind dort in einem Bindungsprogramm drin, weil die ersparen sich was. Also sind die in einer Kundenbindung und das ist das Ziel aller Unternehmen der Zukunft. Dann geht es natürlich um Effizienz. Wenn wir heute irgendwo hören, dass jemand sagt, kauf Digitalisierung, dann geht es klassisch um Effizienz. Billiger, schneller, sparsam. Und dann kommen 5 Management-Themen. Das Ganze soll sicher sein mit den Alexas und all dem, was in Zukunft also kommt, mit den Drohnen, mit den KIs, alles, was wir haben, muss natürlich Sicherheit auch dabei sein. Wenn wir die Sicherheit haben, wird es in erster Linie darauf ankommen, Daten gut zu verwenden. Die zukünftige Wirtschaft ist personalisiert, hochindividuell, weil 2 Menschen, die vielleicht gleich sind, sind total unterschiedlich in ihren Vorstellungen und Wünschen. Und mit Daten können wir die natürlich jetzt besser abholen. Dann geht es um die berühmte Disruption, dann geht es um Resilienz. Wenn es mein Geschäftsmodell gerade wegboscht, weil wer anderer was gratis macht, für das ich Geld nehme, dann muss ich mir was anderes überlegen. Und jetzt ist die Frage, woran erkenne ich, dass es gerade kritisch wird für mein Geschäftsmodell? Und dann gibt es darauf auch eine Reaktion, die man können muss. Dann geht es um das Thema Innovation. Wie kommt die nächste tolle Sache aus meinem Business? Wenn ich nicht die nächste tolle Sache bringe in meiner Branche, dann bringt es der andere. Ich muss also schon darüber nachdenken, wie kommt die nächste Sache in meinem Unternehmen. Und das Letzte, was es braucht, wenn wir diese 1 bis 9 jetzt verstanden haben, dann ist die Frage, wie bleibt das frisch? Jedes Monat kommt was Neues. Wie machen wir das? Was braucht ein Unternehmen, damit es das alles verarbeitet? Also für diese 10 Kompetenzen habe ich Workshops gebaut. Und jetzt schauen wir ein bisschen anekdotisch in das Sicherheitsthema hinein. Jetzt erzähle ich, was da so alles möglich ist als Sicherheitsmanager.
Das sind alles Dinge, die tatsächlich passiert sind. Insofern, als Chief Security Officer hat man Dinge, die man zuerst einmal am Anfang sich noch gar nicht vorstellen kann. Man fängt so an, wie es da in dem Fall war. Begonnen hat meine Karriere in Wirklichkeit mehrere Jahre vor meinem Job, nämlich in Manila. 2000, im Mai, wurde ein Virus geschrieben. Und der Virus hat dann in dem Konzern, in dem ich dann später in einer Managementfunktion war, die IT, eine große IT von fast 500 Leuten, einen Monat lang fast komplett lahmgelegt. Das kostet was. Und Manila 2000, die Folgeaktivität war dann im Waldviertel bei einem Frühstück. Bin ich auf einer Klausur als einer der Manager dort und zwei Leute sitzen in der Früh beim Frühstück als erste zufällig da, das war der Geschäftsführer und ich. Und wir haben geredet über diesen Vorfall und ich habe ihm erzählt, was mir dazu einfällt. Und ich habe gesagt, es kann keine Sicherheit geben, wenn es keinen gibt, der sich darum kümmert. Das ist unmöglich. Wir haben alle viel zu tun. Wie soll das sein? Passt, er hat das verstanden und das hat dazu geführt, dass im nächsten Meeting dann in mein Organigrammkastel auf einmal drinnen gestanden ist, Sicherheit. Passt. Ich habe das verstanden, die anderen haben es dann auch verstanden. Ich habe dann ganz viel geschrieben im Unternehmen, wie man mit Spam umgeht. Spam ist die mit Abstand gefährlichste Sache, wo wir uns die Dinge reinholen, die uns dann möglicherweise niederraffen. Und dann haben die Leute natürlich gewusst, hey super, da ist der. Das heißt, sie haben einmal alle Sachen geschickt, was Spam waren. Mein Postfach war halbwegs voll mit Spam und es ist nicht gelungen, mit vielen, vielen Texten, die ich geschrieben habe, diesen vielen Menschen klarzumachen, es ist nicht gut, wenn die das alles auf meine Maschine schicken. Ich habe dann sehr viel gelernt über das, was passiert. Das war das Verhältnis, also 21.312 Mitarbeiter gegen mich. Ich war der für die Sicherheit und die anderen haben das Spam gekriegt. Ich habe dann alles Spam gekriegt. Ich habe ganz viel getextet und viele Geschichten erfunden, damit die Leute verstehen können, was da passiert. Hat aber bei vielen Menschen nicht geholfen. Je mehr ich Geschichten erzählt habe, umso mehr Spam habe ich gekriegt. Alle haben dann gewusst, das ist der mit der Sicherheit. Und ich habe dann gelernt, dass man alle die Leute, die es nicht verstanden haben, ernst nehmen muss. Es sind meine Geschichten, die auf dem Prüfstand stehen, ob ich es schaffe, diesen Menschen so zu sagen, dass er es versteht. Das ist mein Job. Also bin ich hergegangen, bin dann viel auf Bühnen gestanden, so wie jetzt da, und habe Dinge gezeigt. Dinge so gezeigt, dass die Menschen immer besser damit umgehen konnten, was sie tun müssen. Ich habe viele Geschichten zusammentragen. Die Learnings aus dieser Sache waren eindeutig. Es gibt neben den Regeln, die Menschen kennen müssen, an die sie sich halten sollen, brauche ich als zweites Element das Verstehen, die Awareness, das Bewusstseinsbildende, damit sie verstehen können, warum. Jede Regel ist mühsam. Und eine mühsame Regel hält uns auf am Arbeiten. Und ich brauche einen Grund, warum ich das einhalte. Das ist Bewusstsein. Dann brauche ich E-Learning. Ich muss schauen, dass die Leute immer wieder etwas davon erfahren, von diesen neuen Regeln, weil es geht alles sehr schnell. Und ja, ich muss sie testen. Ich muss dann manchmal Spams hinschicken, die keine richtigen Spams sind, die mir sagen, dass er es nicht verstanden hat, damit ich den schulen kann. Das ist mein Job, die Leute zu schulen. Und das Ganze machen wir jetzt immer wieder. Das ist einmal die erste, vielleicht etwas mühsame Weise, aber sie funktioniert über die Zeit. 13 Monate später. Ich war zu dem Zeitpunkt schon halbwegs sattelfest in all dem, was es so gibt. Ein großer Konzern, ganz viele Manager, die alle sagen, dein Thema ist mir wurscht. Ich war dann auf einem Meeting, ein Meeting von vielen Konzernen, andere Konzerne, ja, Chief IT Security Officers, diese CISOs. Wir sind die mit dem grünen Laserschwert. Ich sitze in dem Meeting da drinnen, außer Haus, und mein grünes Laserschwert hat damals so ausgeschaut. Das war dieser ominöse Blackberry. Das Telefon läutet und ich sehe, aha, passt, das ist aus meiner Zentrale. Und ich hebe an und dann habe ich jemanden Aufgeregten am Telefon, der sagt, das ist ganz schlimm im Moment, sie fühlen sich gar nicht gut. Das war dieses Haus, in dem wir damals waren. Und da ist jemand zum Empfang gekommen und hat dort gefragt, ob das ein amerikanisches Unternehmen ist. Dann ist die gleiche Person zum Café gegangen, das da drin im Haus war, und hat ihn das Gleiche gefragt. Der hat fünf verschiedene Leute gefragt. Denkst du, naja, ist ja okay, nicht? Glaubt halt, das ist ein amerikanisches Unternehmen. Das Interessante an der Geschichte war, wir sind weit vor 9-11, so ein Gewandel gehabt.
Also es war jetzt nicht so, dass man sagt, puh, das ist jetzt ganz gefährlich, sondern es war nur ungewöhnlich. Ja? Und jetzt hat der so Schlapfen angehabt. Jetzt muss man wissen, es war Oktober, es hat geregnet, es hat 12 Grad gehabt. Der fragt da x Leute, die haben sich alle irgendwie unwohl gefühlt, keiner hat jetzt gewusst, was da jetzt wirklich ist. Also sie kommen und so was tun. Jetzt, ich habe dann begonnen zu interviewen, wer hat geredet mit ihm, keiner hat gewusst, wo er hingekommen ist. Und da war die Frage, na ja, was könnte jetzt da ein Thema sein? Es hat jedenfalls schon einige Leute da jetzt beschäftigt, was das gewesen sein könnte. Und ich bin dann schauen gegangen, was passiert so in dem Haus, was damit einen Zusammenhang haben könnte. Und dann hat sie ausgestellt, dass in dem enthaltenen Restaurant, das da drinnen ist, am Abend von einem Multimillionär aus Österreich, die Mitzwa seines Sohnes stattfindet und der hat rein zufällig 200 Gäste aus den Vereinigten Staaten von Amerika. So, jetzt war bei vielen irgendwo alles ein bisschen viel und sie haben jetzt gesagt, was machen wir jetzt? Und haben mich angeschaut natürlich, es war mein Job, die Sicherheit des Hauses. Also jetzt, was ist ganz allgemein der mächtigste Gegner, den sie haben? Was ist das? Das ist Adrenalin. Es gibt von den Dingen, die jetzt in der Arbeit so passieren, viele Dinge, die kann man sachlich abwickeln, ist alles okay. Aber wenn sie leider mal anfangen aufregen, dann wird es ganz spannend, weil dann kriegt es Dynamik. Also muss man was tun. Man kann dann jetzt nicht sagen, passt schon, was soll da schon sein, sondern man muss sich kümmern. Funktioniert natürlich. Wie ich meinen Job übernommen habe, war mir vollkommen bewusst, dass am nächsten Tag, genau genommen, irgendwas Grausliches passieren kann in dem Haus und man wird mich anschauen und sagen, mach etwas. Insofern war das Erste, was ich mir selber angeeignet habe, mit ein paar spannenden Leuten in meinem Leben, Krisenmanagement. Wie macht man das, dass man in einer spannenden Ding so out of the box schaut, was ist da, wie geht das? Und diese Überlegung, Incident Response, Emergency Response und Crisis Management, das war das, was ich dann innerhalb von einer Stunde dort abgewickelt habe, weil ich gewusst habe, wie es geht und habe die Leute damit beruhigen können. Und denen diese Ruhe zu vermitteln, war in Wirklichkeit die halbe Miete. Funktioniert also. Vorbereitung ist also wichtig, weil manche Sachen kommen einfach aus einer komplett anderen Ecke. Aus einer Ecke, aus der man sie nicht erwartet. Nächste Episode. Da war ich schon ein paar Jahre lang im Job und meine Frau und ich haben dann, wir haben übersiedelt von einer Wohnung in ein Reihenhaus. Ich habe zwei Söhne und irgendwann war das, die Wohnung klar und wir haben übersiedelt. Was passiert, wenn man übersiedelt? Man nimmt jedes Ding in die Hand und tragt es wohin. Eins der Dinge, die wir dann übersiedelt haben, war ein weißer USB-Stick. Und das Spannende ist, kein Mensch hat darüber nachgedacht, was das Ding ist. Und ja, ich habe schon gewusst, es hat ein paar Leute in meinem Unternehmen gegeben, die waren nicht so glücklich mit dem, wie ich meinen Job gemacht habe. Die waren der Meinung, ich muss die Vorstände viel härter fordern, dass mehr Sicherheit geschieht und in der Netzwerksicherheit und überall brauchen wir viel mehr. Und das ist alles ein Schmarrn, das ist zu wenig. Die waren nicht glücklich. Also es hat durchaus Leute gegeben, die waren sehr kritisch und sehr fordernd. Zum Teil sehr emotional, verständlich, weil sie in ihrem Job betroffen waren und gerne mehr gehabt hätten. Und dann ist dieser weiße USB-Stick und ich habe geglaubt, der gehört meiner Frau. Meine Frau hat geglaubt, der gehört mir. Wir haben nicht wirklich darüber nachgedacht. So lange, bis ich dann irgendwann das Ding an meinen Laptop angesteckt habe. Das war's dann. Der Laptop war dann kaputt. Es gibt also Dinge, die sind auf USB-Sticks. Die tun dann etwas, was mit ihrer Hardware nicht kompatibel ist und ja, es war jemand, der das machen wollte. Das Learning daraus war, erstens, man sollte immer darüber nachdenken, ob etwas, das man gefunden hat, gut ist. Ich habe das selber dann im Konzern auch gemacht, ich habe auf einer Sitzgarnitur im Restaurant unten einfach einen USB-Stick gekriegt. Was macht wer, der einen USB-Stick findet? Er nimmt ihn und steckt ihn an. Obwohl ich nicht allen gesagt habe, ihr steckt bitte nichts an, weil das, was da drauf ist, niemand lässt einen USB-Stick liegen. Wissen Sie, was das Beste ist? Wenn ich heute will, dass irgendwer jetzt sich was eintritt, ich gehe am besten auf eine WKO-Veranstaltung, dort gibt es dann Firmen, die präsentieren sie und legen USB-Sticks hin. Und dann bedanke ich mich recht herzlich, nehme den USB-Stick, nehme ihn mit, packe ihn aus, stecke ihn auf meinen Laptop, spüle was drauf, dann packe ihn wieder ein, gehe wieder hin und lege ihn wieder zurück und brauche ihn nicht mehr. Weil ich weiß, wer der Nächste ist, den er nimmt. Ich lege ihn ja dorthin, wo er den Nächsten nimmt. Also ein guter Rat an Sie, nehmen Sie nie einen fremden USB-Stick und stecken Sie dann aus. Wir verwenden nur eigene USB-Sticks und geben sie nicht weiter. Wenn ich will, dass Sie ein Problem haben, gebe ich Ihnen einen USB-Stick.
Was auch ganz wichtig war, ist, ich habe diese emotionale Brisanz unterschätzt. Ja? Wenn wer nicht glücklich ist mit meinem Job und mir das also zwischen dir und Angel fest sagt, kann das auch mehr werden. Das heißt, dieses Know Your Enemy ist wichtig, verstehe die Emotion, du musst dich darauf einstellen und ja, die Frage, ob ich jetzt was anstecken muss, was ich noch nie braucht habe, ist einfach zu beantworten. Nein, ich brauche es nicht. Wenn ich es nicht kenne und es nicht braucht, dann steckt man es nicht an. Nächste Episode. Diebstahl, 20. Obergeschoss. 20. Obergeschoss, das ist in dem Haus da ziemlich weit oben. Da kommen Sie nicht hin. Ich weiß das, weil da kommen Sie nicht hin. Da gibt es Leute, die wohnen da oben, oder nicht die wohnen da oben, die haben schöne große Büros und haben ganz wenig Leute, die dort sitzen und die haben alle ein feines Gewandel an und dort ist es halbwegs ruhig. Natürlich stehen dort auch Damenhandtaschen während der Mittagspause, wo dann manchmal größere Geldbeträge drinnen sind. Und was passiert? Über die Monate kommt es immer wieder vor, dass da oben ein Geld fällt. Da waren 250 im Geldbeutel drinnen, nachher waren es nur mehr 50. Also nie alles rausgenommen, sondern so wie es die Profis machen, ein bisschen was drin lassen. Einmal mehr, einmal weniger. Es war dann so, dass das immer zu mir gekommen ist, Sicherheitsmanager, machen Sie was, nicht? Jetzt gehst du einmal alles durch, was du im Haus checkst. Das könnte natürlich auch interner sein. Du kommst dann relativ bald zu der Überlegung, das ist nicht intern. Jetzt ist es so, wenn Sie da rauf wollen, dann geht das eben nicht, weil Sie kommen dort nicht hin. Da brauchen Sie jemanden, der Sie dorthin bringt, sonst wird es nichts. War unsere Meinung. Dann hat sie herausgestellt, es gibt einen Mitarbeiteraufzug auf die Dachterrasse des Nebenhauses. Die zwei Häuser sind natürlich miteinander verbunden, sind ja alles Kolleginnen und Kollegen. Sprich, sie können über diesen Mitarbeiterlift darauf und dann gibt es da oben eine Schleuse, die führt dann weiter. Und das, was jetzt passiert ist, ist, erstens, im Mitarbeiterlift sollte niemand mitfahren. Wie machen Sie denn das? Ja, da steigen 10 Leute ein und ein Öfter steigt dazu. Den kennt zwar keiner, aber wer kennt schon alle Leute bei 1300 Leuten in einem Haus? Also steigt er mit ein und fährt mit. Dann ist er auf der Dachterrasse oben. Und dann ist es so, dass die Schleuse von der Dachterrasse der Mitarbeiter in die Zentrale rüber der einzige Zugang im Haus war, der keine Videokamera hat. Warum ist das so? Weil der Betriebsrat gemeint hat, es darf auf keinen Fall sein, dass irgendwer wissen würde, wer wann auf die Pausenterrasse geht. Verständlich, aber nicht gut, weil die Vereinzelung, die dort ist, so ein ganz Drehkreuz, ja, ohne Videokamera hast, wenn der nicht gesehen wird, dort steckt er drüber. Das war die Lücke, die wir vorher gar noch nicht gewusst haben. Und dann ist er da oben im Haus und kommt plötzlich an dem Bereich vorbei, wo er dort hinkommt. Und dann passiert es. So, wir haben das bemerkt, indem wir alles durchgesucht haben und haben festgestellt, hey, das könnte es gewesen sein. Und haben dann geschaut auf den Videokameras unten vor dem Mitarbeiterlift im öffentlichen Bereich, da sieht man noch, wer ist dort. Und plötzlich tauchen da Leute auf, immer dann, wann da was geschwollen worden ist. Also haben wir einen Plan gemacht. Wir haben eine kleine Gruppe gemacht, die gesagt haben, die holen wir uns. Das hat dann so ausgeschaut, dass wir gewusst haben, was der machen muss. Der muss also da rauf. Und dann muss er in einem unbeobachteten Moment weg. Wir haben also gewusst, auf wen wir warten. Wir kennen ihn ja vom Video. Haben ihn erwartet und plötzlich war er da. Ich bin wieder außer Haus, mein Telefon leitet, das grüne Laserschwert, der sagt, er ist da. So, passt, lasst ihn einfach nicht aus dem Auge. Wir rufen die Polizei. So, der ist da oben quasi locked in, weil die haben ihn nicht aus dem Auge gelassen, der hat nicht drüber steigen können, er hat nicht weg können. Und sie sind auch so gestanden, dass er nicht raus hat können. Ohne Gewaltanwendung, also man muss das schon so machen, dass das alles legal bleibt. Ja, dann haben wir der Polizei übergeben, die Polizei hat mitgenommen. Der wirkliche Loser an der ganzen Aktion war der Polizist. Der Polizist hat 2 Stunden Protokoll gemacht mit dem, der hat nichts mitgehabt. Kein Ausweis, kein Geld, keine Uhr, nichts, was ihm die Polizei hätte abnehmen können. Und weil er ungarischer Staatsbürger war, nichts gegen die Ungarn, es war nur so, hat der, weil zwischen Österreich und Ungarn ein Abkommen besteht, es gibt keine U-Haft mehr in Österreich. Sie werden nicht festgesetzt in Österreich, wenn Sie ein ungarischer Staatsbürger sind. Sie werden heimgeschickt, die Polizei in Ungarn wird verständigt, da habt ihr den. Und das war's. Raten Sie einmal, wir haben eine Woche später auf dem Video gehabt haben. Die Leute in meinem Team waren halbwegs angefressen, weil ich gesagt habe, das kann es ja nicht sein, der Typ ist schon wieder da. Aber die gute Message war, wir müssen daraus lernen, dass das jeder tun kann.
Wir müssen unser Defense herrichten. Erstens müssen wir mit dem Betriebsrat reden und ihm klar machen, dass niemand auf die Videos zugreifen wird. Wie macht man das, wenn man das machen möchte? Man macht auf die Videoanlage, wenn man die Daten auslesen möchte, ein geteiltes Passwort. Die Hälfte hat die Haustechnik und die zweite Hälfte der Betriebsrat. Und niemand kann es, außer wenn ein Betriebsrat dabei ist. Passt, schafft Vertrauen. Und dann ist es so, dass wir tatsächlich schauen müssen, wer in unserem Haus ein- und ausrennt. So wie daheim auch, ganz normal. Das, was wichtig gewesen wäre und was wir gelernt haben, ist, machen Sie eine Simulation. Probieren Sie, in Ihr Haus einzubrechen. Sie werden dann herausfinden, dass es an der Stelle geht, weil dort keine Videokamera ist. Dann wissen Sie es. Heute machen wir alles mit Simulation und wissen sofort, wie spät es ist. So, das ist jetzt kein altes Thema, das ist jetzt ein neues Thema. Ich habe es in die Präsentation eingenommen, weil es für Sie extrem wichtig ist. Wer hat denn schon von Emotet gehört? Handzeichen? Wenige. Danke. Emotet ist der aktuell gefährlichste Trojaner, der im Moment ein Haus nach dem anderen plündert. Das Ding ist nicht ganz neu, den gibt es schon seit 2014, aber die meisten Unternehmen haben, so wie Sie auch, davon noch nie gehört. Das ist gefährlich, weil es kann man was dagegen tun, nur wenn man es gar nicht weiß, kann man nichts tun. Es ist aber wichtig, dass jemand für die Information der Leute zuständig sein muss. Es kann nicht sein, dass es niemand gibt, der Ihnen die Geschichte erzählt, wenn Sie in einem Unternehmen sind. Von Emotet sollten alle mal gehört haben, sonst können Sie ihn auch nicht schützen. Jetzt gibt es unglaublich lässige Videos auf YouTube, die erklären, was der tut, wie cool das Teil ist. Der liest in Wirklichkeit Ihren E-Mail-Traffic mit. Deswegen ist das, was der Ihnen dann schickt, so passend. Das passt so zusammen mit dem, was Sie gerade mit wem hin und her schicken. Das können Sie fast nicht erkennen. Sie müssen darauf warten. Sie müssen wissen, dass das da gibt. Sonst haben Sie keine Chance. Am 13. Mai hat es Heise erwischt. Heise ist ein Internetverlag, wo CT dazugehört. Also keine Laien, bitte. Aber es reicht, eine einzige Person dazu zu bringen, auf dieses E-Mail zu klicken. Sie haben 1000 Leute in Ihrem Unternehmen, ein einziger macht den Fehler und das war's. Ich habe Ihre Firma. Wissen Sie, was das Spannende bei den Trojanern ist? Wenn Sie einen Trojaner anklicken, dann kehrt meine Maschine Ihnen und ich bewege mich in Ihrem Haus durch Ihre Maschinen durch, wohin ich will. Das geht. Ich kann jetzt unendlich lang in Ihrer Firma bleiben. Ich muss ja nichts tun. Ich muss Sie nicht verschlüsseln. Ich muss Sie nicht erpressen. Ich kann einfach nur mitlesen. Und die machen das. Die sind monatelang auf Maschinen, lesen ihren E-Mail-Traffic mit, haben alles, was sie wollen und richten sie jede Situation so her, dass sie es dann kriegen. So funktioniert das Ding. Ist wirklich perfide, hochprofessionell. Was sie jetzt brauchen, ist wieder Bewusstseinsbildung. Sie müssen das im Haus besprechen, dass das so ist. Es geht um das Verstehen des Kontexts. Sie haben einen E-Mail-Verkehr mit jemand anderem, sie warten auf was, der schickt ihnen das, aber das ist das Böse. Und jetzt müssen sie anhand der Sicherheitsmeldung erkennen, ich habe Word aufgemacht, warum kommt jetzt eine Sicherheitsmeldung? Das müssen wir verstehen, dass das in dieser Situation jetzt nicht gut ist. Dann können Sie richtig reagieren. Und dann habe ich aufgegeben, alle Leute dazu zu bringen, das Richtige zu tun. Wichtig ist, den Leuten zu sagen, wenn du eine Sicherheitsmeldung hast, rufst du bitte die IT an. Du rufst jemanden an, der sich auskennt. Weil ich schaffe es nicht, all denen Leuten die feinen Unterschiede zu erklären. Machen wir einfach die doofe Regel und sagen, jeder, der sowas hat und nicht ein Profi ist, ruft die Fachleute an. Die Fachleute muss es geben, irgendeiner muss angerufen werden dürfen. Und dann kann man das lösen. Wir können uns von den Kapuzenpullovern verabschieden, die gibt es nicht wirklich. Alles, was mit Internetkriminalität zu tun hat, ist so wie der arme ungarische Mensch, der bezahlt wurde dafür, Handtaschen im 20. Stock zu leeren. Das sind ganz einfache Leute, das ist ein Armutsthema. Da werden Leute benutzt, um diese einfachen Jobs zu machen. Und bei der Programmierung ist dort auch so. Das heißt, das, was wichtig ist, wir haben ja diese VUCA-Zukunft. Frage an das Publikum, was heißt VUCA? Was heißt das V? Wer weiß es? Nein, es heißt Volatility. Die Zukunft ist extrem volatil. Es ändert sich alles irrsinnig schnell. Pausenlos ein neues Thema. Volatil. Die Zukunft ist uncertain. Das ist jetzt die Sicherheit. Ja? Es ist ungewiss und unsicher. Wir müssen uns damit abfinden. Es ist so. Wir müssen damit tun. C steht für Complexity. Die Zukunft ist komplex. Was heißt das?
Ich kann nicht mehr so wie in der Vergangenheit sagen, eine Maßnahme, ein Ziel erreicht. Nein, ich kann einen Strick ziehen und passiert gar nichts. Und ich kann eine kleine Sache machen und 17 anderen Sachen passieren. Es ist nicht mehr so linear, eins nach zwei. Und das A steht für Ambiguity. Das ist mehrdeutig. Wir verbringen die Hälfte unserer Zeit damit, darüber zu diskutieren, was Digitalisierung wirklich ist. Der eine sagt das ist, der andere sagt das ist. Solange sie es nicht vereinbart haben, können sie nicht weiterarbeiten. Ein guter Trick ist zu sagen, was verstehen wir darunter? Finden wir eine gemeinsame Sprache und dann hören wir damit auf und dann machen wir was damit. Diese Zukunft ist da, sie ist extrem schnell. Alle Unternehmerinnen und Unternehmer haben ein Thema damit, weil es gibt ganz viele Leute, die hören nicht auf zum Diskutieren. Die können sich auch Volatility nicht entscheiden, mit halben Informationen eine Entscheidung zu treffen. Das ist aber wichtig, weil wenn sie nicht entscheiden, entscheiden sie nicht und entscheiden sie nicht und das hört nicht auf. Wir müssen mit diesem VUCA leben. Also es ist wichtig, dass wir uns selbst eine Antwort geben, was machen wir jetzt? Was machen wir wegen der Volatilität? Was machen wir wegen der Unsicherheit? Was machen wir wegen der Komplexität? Und was machen wir wegen der Mehrdeutigkeit? Vereinbaren wir Regeln und alles wird gut. Diese Antwort muss in Wirklichkeit bei der Unternehmensleitung passieren. Jemand muss sagen, jetzt machen wir das so. Dann ist es einfach. Dann können wir es tun und verbessern, wenn es nicht so gut war. Die wichtigste Maßnahme in der Sicherheit, die Sie brauchen, jeden Unternehmen, ist eine Ansprechperson. Haben Sie bitte wen, den Sie fragen können. Wenn irgendwer Sie nicht auskennt, der nicht sicher ist, nennen Sie jemanden. Dann gewinnen Sie es. Wenn Sie mehr wollen als einfach nur eine Ansprechperson, dann sage ich Ihnen jetzt die 10 Punkte, die Sie brauchen, um Sicherheit wirklich zu haben. Das ist ganz banal. Der erste Punkt ist, Chef, Chefin muss sagen, ich will das. Mit der Aussage, dass Chef Sicherheit will, ist 50% erledigt. Schlimmer ist, wenn der Chef sagt, ist mir wurscht. Wenn der Chef sagt, ist mir wurscht, ist auch erledigt, nur in der anderen Richtung. Das heißt, allein nur zu sagen, es darf nichts wegkommen und die Daten unserer Kunden sind wichtig, ist ein wichtiges Statement. Dann braucht es eine Person, die sich kümmert, die wir fragen können. Die beobachtet es einfach. Vielleicht hat es auch nicht mehr Kapazität. Wurscht. Man kann es fragen. Alle Braven gehen hin und fragen. Kriegen eine Antwort. Ist schon was. Dann ist die Frage, worauf müssen wir überhaupt aufpassen? Sie wären erstaunt, wie wenig Werte Sie im Unternehmen haben, auf das wirklich gucken müssen. Es klingt ja alles immer so riesengroß. Na, ist ja nicht. Es sind nur ein paar Sachen. So wie daheim. Was ist wertvoll? Die paar wenigen Sachen. Und wenn wir auf die aufpassen, haben wir es. Wenn wir diese Werte kennen, gibt es ein paar wenige Regeln, ganz konkrete Regeln, was tun Sie bitte in dieser Situation. Wenn Sie den Mitarbeitern Regeln geben, können die das einhalten. Dann kann man eine Policy machen, da steht, alle baut Sicherheit drinnen, wer ist zuständig, wer macht was, wer macht nichts, welche Regeln haben wir. Kann das eine Policy haben, kann es die Person, die zuständig ist, mit der Straßenbahn zusammenführen. Ist jetzt nicht Chef für die Person, aber Sie haben eine Policy und der Nächste kann kommen und sagen, aha, da steht, so rennt es da. Dann können sie weiter tun. Sind sie personenunabhängig. Dann gibt es zu den Regeln natürlich irgendwie ein Schulungsthema. Weil wenn ich denen Leuten nur Regeln gebe und ich erkläre es nicht, was das genau ist, wird es nicht passieren. Das nächste ist, dass wir ab und zu schauen, ob das System funktioniert. Einmal im Jahr reicht. Dann wissen wir, was geht gut und warum. Was geht nicht gut und warum. Und dann gibt es Bewusstseinsbildung. Nämlich, wenn sie herausfinden beim Assessment, dass die Leute sie mit einer Regel schwer tun, weil sie sagen, ah, super, das ist mühsam, dann müssen sie ihnen zu dem Thema sagen, warum. Wenn sie es erklären können, sind sie wieder fertig. Dann gibt es die Inzidenz, die Sachen, die schiefgängen, wo es wirklich knackt. Die sammeln sie und mit denen machen sie die Verbesserung für ihre Regeln. Und dann gibt es den letzten Punkt. Der Chef, der am Anfang gesagt hat, er will wissen, dass wir eh sicher sind, erfährt dann, wie sicher die Bude ist. Und das machen sie einmal im Jahr durch und sie sind fertig. So einfach funktioniert Sicherheit. Gut, mein Statement zum Thema digitale Kompetenz ist das da. Solange Ihre Leute Probleme sehen, sind wir noch nicht fertig mit der Kompetenz. Ich sage Ihnen, es gibt unglaublich viele Möglichkeiten und total lässige Sachen, die so wenig kosten wie noch nie durch diesen digitalen Wandel. Und wenn wir die Sachen machen können, überholen wir jeden Mitbewerb mit Links. Das geht relativ leicht. Gut. Das war's von mir. Haben Sie Fragen? Wir haben ein Mikrofon für alle, die eine Frage haben. Ja, nur zu dem, was du
USB-Stick, weiß ja. man, woher der kam oder wie der zu dir kam? Nein, ich weiß bis heute nicht, woher er kam. Ich habe ein paar Kandidaten, die vorher so heftig mit mir verschiedener Meinung waren, dass ich eine Vorstellung hätte, dass die das gekonnt hätten und auch machen hätten können, aber ich kann es nicht belegen, ich weiß es nicht. Und gab es dann Auswirkungen mit dem Computer, irgendwelche sensiblen Daten? Nein, oder? Es ist so, dass Laptops in Konzernen üblicherweise so aufgesetzt sind, dass da jetzt nichts drauf ist, was wichtig ist. Das war nur, also der hat in Wirklichkeit mit einem bestimmten Virus, den wir kennen, den Master Boot Record überschrieben, da ist alles überschrieben worden, was die Festplatte handhabbar macht und damit war das Ding tot. Es war ein Signal. Ich habe an einer anderen Stelle ein Icon auf einem Laptop bei mir gehabt, den ich mir hergerichtet habe, zum Schlafenlegen von der Maschine. Habe ich mir hergerichtet und eines schönen Tages drücke ich auf das Icon drauf, weil ich in einem Meeting gehen wollte und auf einmal zeigt mir die Maschine an, sie fährt hinunter in 45 Sekunden. Ich habe ein paar Sachen nicht gespeichert gehabt, wie es ist, unter Stress. So, schnell speichern, weil in 45 Sekunden ist das Ding down. Habe ich mir noch nichts gedacht dabei. Beim nächsten Mal, wo ich ins Meeting gehe, drücke ich wieder auf mein Icon drauf, passiert wieder 45 Sekunden. Dann habe ich mir aber die Zeit genommen, mal zu schauen, was ist da. Hat jemand dieses Icon im Hintergrund mit einem anderen Befehl versorgt, der sagt in 45 Sekunden dann. Und als Text habe ich eine Botschaft gekriegt, die hat gelautet, Pippi fährt ins Takatuka-Land. Insofern war schon klar, dass das jetzt nicht ganz ernst zu nehmen war. Es war ein Signal, ja. Und ja, wenn man in heftigen Belastungssituationen miteinander nicht zu einem Kompromiss kommt, kann es schon sein, dass jemand, der das kann, dann etwas tut. Das waren so Episoden, von denen man weiß, man kann viel tun, wenn man weiß, wie es geht. Aber es ist dann immer eine Frage, wie findet man raus, wer es ist. Wenn man Energie hineingestecken hätte wollen, hätte man es finden können. Es hätte nur nicht viel gebracht. Insofern habe ich mir das nicht gegeben. Also die einzige Konsequenz war quasi, dass der Laptop dann hinüber genau. war. Der Laptop war hinüber. Es war ein gutes Statement an die Geschäftsleitung, weil die natürlich jetzt mit so einem Vorfall jetzt auch nicht zur Tagesordnung übergehen kann. Man muss darüber nachdenken, was macht man mit USB-Sticks? Das kann morgen bei seinem Laptop passieren. Insofern war es von der Awareness-Bildung ein mächtiges Argument. Und es kann ja jedem passieren. Wie gesagt, ich hätte jede Möglichkeit über Viren auf USB-Sticks die einfach irgendwo in der Straßenbahn liegen lassen, jemanden eine Maschine kaputt zu machen. Also nie anstecken, bitte. Sonst noch Fragen? Ich hätte eine Frage und zwar, ich habe nicht ein riesengroßes Unternehmen, aber vielleicht nur so ein paar Punkte, die man beachten könnte oder sollte, die man so als Ein-Mann-Show oder mit kleinem Team halt irgendwie, die halt wichtig sind. Ja. Ich würde sagen, zwischen 15 und 20 Regeln, mehr sind sie nicht, die man im Umgang mit Viren, mit Dateianhängen, mit IT beherzigen sollte, vom Backup über jeder Patchcard eingespült, der ist. Also die üblichen 15 bis 20 Regeln sind es. Wenn man die sammelt, aus den Internetseiten, die solche Dinge anbieten, oder sie stellen mir die Frage und ich schicke sie ihnen, das ist jetzt nicht die große Geschichte. In Wirklichkeit geht es darum, die Regeln, die man einhalten soll, damit nichts schief geht, ist die kleinste Menge, die Sie machen sollten im Unternehmen, damit Ihnen etwas Schlechtes passiert. Weil Backups sollten wir immer haben. Backups sollten ja nie ständig dranhängen. Warum? Weil Trojaner, der verschlüsselt auch Harddisks, die über die Leitung verfügbar sind. Also je nach Unternehmen, nach Branche und nach Fähigkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, diese Regeln einzuhalten, mache ich dann eher Backup zusätzlich mit einer Wechselfestplatte, die nicht ständig dran hängt, weil ich weiß, meine Leute sind nicht so gut im Regeln einhalten. Je besser die Leute sind, umso eher kann ich mir das sparen. Kommt auch wieder darauf an, welche Daten haben wir. Und bitte speichern Sie Daten immer redundant. Machen Sie irgendwo in einer Cloud irgendwo eine zusätzliche Datenversion, damit sie im Fall des Falles einfach weiter können. Weil der Trojaner ist momentan wirklich das heftigste Ding. Sonst noch Fragen? Ich habe eine Frage. Also das betrifft mehr mich als Privatperson, weil es geht um das Thema Datensicherheit, ist ja auch umgekehrt jetzt nicht nur aus Unternehmensperspektive, sondern auch für eine Privatperson wichtig. Genau. In der heutigen Zeit werden überall Daten gespeichert von uns. Ja. Jetzt geht es aber auch, wenn ich
beispielsweise in einem Bewerbungsprozess bin und früher musste man dem Lebenslauf oder vielleicht sogar den Dienstzeugnissen glauben, heute kann ja ein Unternehmen viel mehr verlangen. Jetzt habe ich schon oft gehört, dass beispielsweise ein Versicherungsdatenauszug verlangt wird von dem Bewerber und das teilweise schon vorab. Okay. Jetzt ist es ratsam, weil man bekommt ja die Daten einfach und deshalb eigentlich ist ja so ein Auszug für einen persönlich und gar nicht zur Weitergabe. Jetzt ist es in Ihren Augen ratsam, so einen Versicherungsdatenauszug zu senden, gerade wenn Sie beispielsweise vorher den ersten Fall genannt haben, wo dann eine Firma einen Monat stilllegt, die Daten werden wahrscheinlich auch gezogen, analysiert. Da liegen ja meine Daten dann im Unternehmen auch auf. Das heißt, wenn ich mich bei 4, 5 Firmen bewerbe, überall einen Auszug schicke, wo weiß ich, dass in 4, 5 Jahren nicht jemand auf meine Daten dort zugreift, weil das dort eben nicht so gehandhabt werden wird, wie es soll. Okay. Zwei Antworten. Das erste ist der Datenschutz, der von dem alle so große Panik gehabt haben. Ja, die DSGVO, der Datenschutzgrundverordnung, verpflichtet alle Unternehmen, Daten von Menschen, die für bestimmte Zwecke übergeben werden, zu schützen. Damit auch zu schützen in erster Linie vor dem Zugriff von Unbefugten. Alles, was jetzt in Unternehmen in der Art und Weise schief geht, wie wir es da gehört haben, wo ein Trojaner sie in Wirklichkeit einschult, ist gleich eine Datenschutzverletzung auch. Das heißt, die Unternehmen werden jetzt sehr schnell beginnen, wegen der hohen Strafen, die ihnen drohen, da ein bisschen besser zu werden. Im eigenen Interesse, weil das Risiko, dass sie verschlüsselt und erpresst werden, ist hoch. Durch das, dass sogar Behörden betroffen sind, das Gericht von Berlin war betroffen, tun sie die Unternehmen im Moment ein bisschen leichter auf Geduld zu warten und sagen, wir bemühen uns, aber es geht nicht so schnell. Ihre Perspektive, zweiter Teil der Antwort, die Daten, die Sie heute weitergeben, haben typischerweise für Dritte keinen großen Nutzwert. Insofern ist etwas, das Sie von sich preisgeben, das vielleicht auch gestohlen wird, meistens für ihr Leben nicht geeignet, ihnen Schwierigkeiten zu machen. Es steht also, ist die Frage, was da drinnen steht. Das würde ich jetzt aber nicht sagen, weil wenn ich beispielsweise, ich weiß ja nicht, was ich in 5 Jahren, ich kann ja in die Politik gehen oder kann mich in ein, mag sein, Geschäftsführung etc., wenn dann in diesem Versicherungsauszug stehen ja ganz sensible private Daten, wann ich im Krankenstand, wenn ich, also das möchte ich nicht, wenn das dann irgendwo, also das sind schon sensible Daten. Obacht! Es darf niemand von Ihnen Krankenstandsdaten oder solche Dinge überhaupt noch anfordern. Das heißt, der Datenschutz verbietet, dass eine Firma sich von Ihnen Daten geben lässt, die sie gar nicht haben darf. Wie gesagt, also dieser Fall gibt, und es gibt viele Firmen, beispielsweise, ich habe es im Standard gelesen, Swarovski, Spar, die Allianz, die verlangen tatsächlich, sogar bevor der Bewerber erst erscheint. No way. Nehmen Sie das, schicken Sie das, so wie es die Anforderung haben, an die Datenschutzbehörde und Sie werden miterleben, was dann passiert. Es muss für jede Datenverarbeitung, die von Ihnen erbeten wird, ein Zweck erklärt werden. Jeder, der Daten von Ihnen verarbeitet, muss sagen, was er damit tut und was der rechtmäßige Zweck dafür ist. Für eine Auskunft von Krankenstand oder was gibt es keine Rechtmäßigkeit. Sie rechtfertigen das mit einem Anrechnen, man muss ja die Vordienstzeiten anrechnen. Nur die Problematik ist, die Gebietskrankenkassen können das nicht filtern und damit muss man zwangsweise alle Daten bekannt geben. In Wirklichkeit ist das nicht legal, also die dürfen das nicht verlangen, sie müssen es denen auch nicht geben. Und wenn ich jetzt sage, Vordienstzeiten anrechnen, dann sind die Versicherungszeiten jetzt komplett ohne Krankenstand oder irgendwelche solche Sachen. Also die sind gebunden an den Zweck, den sie haben und müssen darauf aufpassen. Natürlich, Sie haben vollkommen recht, jeder Data Breach, sprich jeder Trojaner, der ein Unternehmen jetzt in seiner Datenschutzverletzung sichtbar macht, könnte jetzt von einer betroffenen Person mit einer Beschwerde bei der Datenschutzbehörde gemeldet werden. Sie haben nur nichts davon. Die Datenschutzbehörde nimmt vom Betroffenen, sprich es müssen ihre Daten sein, Beschwerden entgegen über Unternehmen, die eine Datenschutzverletzung machen. Und wenn die Datenschutzbehörde dann zur Einschätzung kommt, dass das jetzt ein großartiges Vergehen war, dann gibt es dementsprechende Preise. Das freut in Wirklichkeit nur den Finanzminister, weil in all den EU-Ländern, in denen diese Datenschutzregeln sind, bekommt der Finanzminister die Bußgelder ins Budget. So schaut es aus. Aber es ist natürlich so, dass Unternehmen gefordert sind, den Datenschutz einzuhalten. Und
Es gibt viele Länder in der Zwischenzeit auf der Welt, die Europa um den neuen Datenschutz beneiden. Es ist sogar jetzt so, dass die amerikanischen Firmen, die jetzt für Europäer, sprich an der IP-Adresse, wo sie die amerikanische Seite aufrufen, sieht die amerikanische Firma, sie kommen aus Europa, dann verarbeitet der ihre Daten gar nicht. Sie sehen keine Werbung, nichts, weil der sagt, das gebe ich mir nicht. Die Europäer sind spannend. Die Datenverwendung ist dort viel weiter zurückgegangen. Also der Missbrauch ist wesentlich geringer geworden durch diese Regulierung. Zertifizierter Datenschutzexperte und eine Freundin, die ist Psychotherapeutin und wollte eine Haushaltsversicherung abschließen beim Makler. Ja. Und man hatte gleich dazu einen Gesundheitsfragebogen dazu geschickt und haben gesagt, man muss das unbedingt ausfüllen für die Haushaltsversicherung. Sie hat gesagt, das nimmst du diesen Makler, streichst du mal gleich weg, weil es geht weder für eine Haushaltsversicherung, was interessieren die in die Gesundheitsfragen, ob du rauchst, wie groß du bist, wie fett du bist, auf gut Deutsch, wie viel Kilo du wiegst, genau. Das ist alles... Es gibt also für bestimmte Versicherungssparten die Notwendigkeit, Gesundheitsdaten, wenn man eine Lebensversicherung braucht oder Krankenversicherung, muss das erfragt werden, damit die Versicherungsgemeinschaft nicht für etwas bezahlen muss, was schon bestand. Aber in der Haushaltsversicherung gibt es definitiv keine Gesundheitsfrage. Aber da ist es ja noch, ich meine, als Bewerber ist es ja immer, da ist man dann im Zwiespalt, weil wenn man es probiert, es wird verlangt und man lehnt es ab, dann am Ende ist man als unangenehmer Bewerber dann einfach kategorisiert oder man sagt, ja, das zu verwehren. Also ja. Ist schwierig. Ja. Ja. Das ist nur eine Attrappe, oder? Das Mikro. Also doch nicht. Das ist voll echt. Ist voll echt. Ja. Na, es ist sicher so, dass es keine Entschuldigung gibt für Datenverlust. Sprich, wenn das Unternehmen von Ihnen Daten bekommt, die für Sie sehr wichtig sind, müssen die darauf aufpassen. Und es ist im tiefsten Interesse der Firmen, dass sie sich an Trojaner eintreten. Das, was im Moment noch ein wenig fehlt, ist, dass jemand sich darum kümmert. Es ist nicht zu schaffen, dass alle Menschen keine Fehler machen, wenn niemand da ist, der ihnen sagt, wie sie das kennen. Insofern ist es wichtig, und ja, auch ihr Bewusstsein zu überlegen, wem sie welche Daten geben. Nehmen Sie jetzt die neue Jö-Geschichte. Jö macht mit dieser Verknüpfung, mit Profiling von, ich glaube, 9 Unternehmen, die da zusammenkommen, eine Datenschutzmenge, die bis jetzt nicht da war. Und man kann überlegen, ob man das möchte. Gute Idee. Sonst noch Fragen? Mikro? Ist es ein für Viren irgendein Unterschied, ob man Windows, Mac oder Linux Use Case oder ist es relativ egal, wenn ich mal so ein Virus habe? Es ist von der Sicherheit, wenn Sie die übliche Kompetenz anwenden, ja, wenn Sie alles richtig machen und Sie einen üblichen Virenschutz installieren, dann ist das vollkommen ausreichend. Kein Virenschutz geht nicht. Also Mac hat ja keins, oder? Keinen Virenschutz. Ja, sie haben fürs iPhone, glaube ich, keins, aber für Mac gibt es schon. Also sie kennen schon. Okay. Ja, gibt es. Ich würde es niemandem empfehlen, es ohne zu versuchen, weil die Dinge unterstützen sie ja dabei. Wenn sie da jetzt was reinkriegen, was giftig ist, schlagt das Ding an und sagt, ich habe selber was von Sophos laufen, die rennt auf meinen Macs und das Ding sagt mir, jetzt ist gerade ein Trojaner abgewehrt worden. Das hat schon, macht Sinn, weil ich war vielleicht auf einer Seite, wo ich das jetzt nicht erwartet hätte und es ist gut zu wissen, dass das dort gefährlich ist. Also Sie sollten wissen, welche 15 bis 20 Regeln Sie einhalten sollten und ansonsten machen Sie dann die Backups und die Virenschutzsache und ja, that's it. Dann ist die Mac-Welt genauso sicher wie die Microsoft-Welt und es ist alles sehr dynamisch. Man muss also immer schauen, dass das aktuell bleibt. Da war noch eine Frage. Ich hätte noch eine. Es kommt schon öfters vor, dass ich jetzt beim Browsen, dass da kurz angezeigt, diese Seite ist nicht secure, wollen Sie trotzdem weiter? Ja. Kann das nicht, also wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass es was wirklich Gefährliches ist oder dass die einfach Ad-Cookies oder irgendwie ein Ad-Tracker ist oder irgend sowas? Eine Seite, die nicht sicher ist, ist nicht sicher. That's it. Ob dann dort ein Schadcode platziert wurde oder nicht, weiß man nicht, solange jetzt der Virenschutz nicht anschlägt.
Aber eine Seite zu haben, die jetzt eben nicht HTTPS ist, sondern nur HTTP, wird vom Standardbrowser angesagt, da ist nicht sicher, weil sie das, was sie hin und her schickt, eben einmal nicht verschlüsselt. Aber es gibt verschiedene Eigenschaften, die dazu führen, dass angezeigt wird, dass eine Seite nicht sicher ist. Ja, weil ich habe auf meinem Mac keine Antivirus-Software oder so. Ja. Würde ich nicht riskieren, weil wie gesagt, ich kriege Sachen rein, wo das anschlägt und mir sagt, da ist jetzt was und es ist einfach eine Sicherheitsschicht mehr. Also das heißt, ich soll dann die Seite gar nicht besuchen, auch wenn es eine relativ gängige Seite ist? Ich würde den Besuch einer Seite, wenn sie mir als unsicher angezeigt wird, davon abhängig machen, was ich da brauche. Ja. Ist es was ich nicht brauche, kann ich darüber nachdenken, ob ich mir da jetzt etwas, ob ich erwarte, dass da jetzt etwas passiert. Wenn ich ohnehin einen Virenschutz habe, ist die Wahrscheinlichkeit, dass mich das verletzt, gering. Aber Sie haben natürlich die Wahl, wenn Sie drei andere Seiten haben, die sicher sind, würde ich eine Seite, die nicht sicher sind, in Frage stellen. Weil die Frage ist ja, warum wird das nicht saniert? Ja? Warum macht jemand eine Webseite so, dass sie dem User als unsicher angezeigt wird? Das ist nicht sehr professionell für das Unternehmen. Der Kollege? Mhm. Da würde ich nur ganz gerne einhaken, weil nur weil es HTTPS ist, heißt es nicht, dass es sicher ist. Also das Handicap, was man halt heutzutage sieht bei den Browsern, ist, es steht dort nicht sicher und die Menschen glauben, es ist nicht sicher und dann gehe ich auf eine sichere Variante und das ist genauso unsicher, weil unterm Strich einfach nur die Kommunikation anders ist. Das heißt also, wie der Herr Karas-Richer sagt, man muss schauen, brauche ich es nicht. Das hat er, weil der Browser selber zeigt einem zwar sicher, aber nicht sicher an, sagt aber nichts über den Inhalt aus. Also die Browser irritieren teilweise auch. Ja. Das heißt, Sicherheit ist nie, wenn nichts angezeigt wird, aber es ist definitiv kein gutes Zeichen, wenn angezeigt wird, es ist unsicher. Das ist definitiv nicht gut. Auch nicht notwendig heute. Ich habe auch eine Frage. Bitte. Und zwar dieser Ebola-Trojaner, oder wie der geheißen hat? Emotet. Genau. Dieser, wie findet man heraus, dass man den hat? Gängige Virenschutzprogramme decken das Ding auf. Alle diese Viren, die wir heute kennen, sind ja deswegen möglich, wenn wir einen bestimmten Patch nicht eingespielt haben. Alle diese Viren nutzen eine Schwachstelle in einer Software, die wir haben, und dann passiert es. Sprich, wenn ich mein Word aktuell habe, wenn ich mein Windows aktuell habe, wenn ich alle meine Patches eingespielt habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass mich ein Trojaner verletzt, extrem gering. Gibt es noch immer, natürlich. Sogenannte Zero Days sind nichts anderes als Viren, von denen wir noch gar nicht wussten, dass sie eine Schwachstelle verwenden, die wir gar nicht kennen. Eine Schwachstelle herauszufinden in einer Software ist für Spezialisten nicht so schwierig. Wenn diese Schwachstelle geeignet ist, dadurch jetzt große Rechte auf Ihrem Rechner zu erreichen, dann wird diese Schwachstelle verkauft, weil die geeignet ist, über Viren jetzt zu einem Geschäftsmodell zu werden. Jemand kauft das, sagt, passt, ich gehe dort hinein. Die Virenschutzsoftware kennt diese Schwachstelle noch nicht. Erst wenn es mehrmals aufgetaucht ist, wird dafür jetzt schnellstens ein Patch geschrieben, der diese Schwachstelle zumacht. Und dann schauen die Virenschutzsoftware, ob es jemanden gibt, der da versucht einzudringen. Das heißt, Patchen ist wichtig, alles aktuell zu halten, einen Virenschutz zu haben, der mitguckt, den Virenschutz auch bitte aktiv laufen lassen. Virenschutz hat zwei Funktionen. Erstens schaut er live alles, was er kennt, wer da ab. Jetzt gibt es aber Dinge, die kannte er noch nicht. Die neuesten Viren kannte er vorige Woche noch nicht. In der Zwischenzeit gibt es aber ein Virenschutzprogramm, das jetzt diesen alten Virus erkennt. Möglicherweise haben Sie den auf Ihrem Computer, weil Sie es in den letzten Wochen gekriegt haben. Wenn Sie jetzt Ihren Virenschutz laufen lassen aktiv, schaut er durch, was auf Ihrer Festplatte ist, mit der neuesten Virenschutzbibliothek und stellt fest, hallo, da habe ich was gefunden, da ist etwas, das gehört weg. Also neben dem Live-Versuchen abzuwehren, kann alles, was bei Ihnen schon auf der Maschine ist, nur gefunden werden, wenn Sie den Virenschutz laufen lassen. Ist eine von den 15 Regeln. Also ich bin Optimist, ja, aber ich habe eine Frage. Glauben Sie, es ist in Zukunft möglich,
mit einem Betriebssystem so, also ein Betriebssystem so zu programmieren, dass ein Virus gar nicht möglich ist, ja? Oder dass das Thema irgendwann Geschichte auch ist. Mhm. Ja? Nein, es ist nicht möglich, aus einem ganz einfachen Grund. Der den Virus schreibt, versucht damit an Geld, an Wert, an irgendwas zu kommen. Und solange Menschen das Motiv haben, in irgendein System einzudringen, werden sie das hinbekommen, weil sie kein System so machen können, dass es fehlerlos ist. Wer in der Programmierung arbeitet, kennt es. Wir kriegen ein Pflichtenheft, setzen das um und haben klassisch zu wenig Zeit. Sie machen so viel, wie sie können und irgendwann ist aber Zeit aus. Und dann werden sie testen, so gut sie können und dann werden sie in Betrieb nehmen. Und sie haben nicht alles getestet. Niemand hat immer alles getestet. Das geht sich nicht aus. Damit werden wir erst dann, wenn jemand etwas herausfindet, auf einmal finden, wir haben einen Fehler in der Programmierung. Und dieser Fehler in der Programmierung wird dann von jemandem, der versucht einzubrechen, ausgenutzt. Solange es also Diebstahl in der physischen Welt geben wird, solange wird es Diebstahl in der digitalen Welt geben. Man kann aber mit den verfügbaren Werkzeugen, die wir heute haben, als ganz normaler Mensch ausreichende, angemessene Sicherheit haben. Die Botschaft ist also, diese 15 bis 20 Regeln zu haben und sich daran zu halten, damit sind Sie bei 99,9% sicher dabei. That's it. Ich bin jetzt seit 25, 30 Jahren in digitalen Dingen. Ich habe noch nie einen größeren Wert verloren. Ich habe einmal ein Thema gehabt, dass man Teiler mit den alten Dingen jetzt eine Umleitung gemacht hat und ich habe auf einmal so eine Telefonrechnung gehabt. Das war das Einzige und das habe ich nicht zahlen müssen, weil ich protestiert habe, gesagt, das war ich nicht. Hat funktioniert. Das war das Einzige. Und ohne, dass ich jetzt ein großer, wie soll ich sagen, ich treibe keinen Aufwand. Der USB-Stick von der Frau. Bitte? Der USB-Stick. Der USB-Stick hat meinen Laptop zerstört. Ja, da haben Sie recht. Ja, genau. Den hat meine Firma bezahlt. Ja. Ja. Aber wenn Sie jetzt schauen, wie lange man in dem Thema unterwegs sein kann und wie wenig da passiert, können Sie ganz gut, ganz weit kommen. Ich habe mehr Verkehrsunfälle in meinem Leben gehabt, als ich Probleme gehabt habe mit dem, wobei so schlecht fahre ich gar nicht Auto. Aber ich glaube, es kein nicht kommt, oder? Also das ist schon fix fertig. Was kommt? Das ist eine Frage der Zeit. Skynet. Terminator. Also die Entwicklung ist faszinierend. Ja. Die Kombination der verfügbaren Systeme, die wir heute kennen, gibt unglaubliche Möglichkeiten, Dinge zu tun. Im Guten wie im Schlechten. Und ja, ich bin da auch wieder Optimist. Wenn ich mir jetzt anschaue, wie viele Geschäftsmodelle gibt es auf der Welt, die konstruktiv, positiv uns weiterbringen als Gesellschaft. Und ja, es gibt immer ein kriminelles Segment. Aber gerade in Mitteleuropa sind wir in der netten Situation, dass wir weniger Kriminalität haben als üblicherweise ein sehr nettes Leben. Ich weiß schon, dass in Kolumbien und Mexiko ganz anders funktioniert. Aber es liegt in Wirklichkeit an den Möglichkeiten, die wir jetzt mit diesen Dingen haben, alles das auch wieder zu verbessern. Die Verwendung der digitalen Methoden, um unser Leben zu verbessern, ist da. Es ist die Frage, was machen wir damit? Aber wir können mit all den Methoden natürlich uns jetzt da in der Sicherheit weiter bewegen und sagen, ja, wir wollen, dass bestimmte Dinge weniger gefährlich sind. Könnten wir tun, ja. Es war noch nie so billig wie heute. Das ist ein schöner Schlusssatz. Ja, vielen Dank.